Das Ding ist jetzt, ich weiß auch wirklich nicht, wie akkurat diese Anzeige ist da in dieser komischen Live-Map. Also ich hoffe mal, dass ich... Na, diese Koordinatenanzeige, die muss ich... Oh. Bist du auch raus? Ja. Server closed, Alter. Ah, ich glaube, es ist wirklich, das ist natürlich jetzt ein Problem, dadurch, dass ja diese Live-Map läuft, es geht auch alles, alles auf Kosten des Servers, also mit Leistung und so. Und da der ja sowieso schon ein bisschen rumgehampelt hat, hatte ich da so ein bisschen meine Sorgen und habe gedacht, naja, probieren geht über studieren. Apropos, wenn Philipp jetzt drauf ist, aber wir nur viele Serverplätze machen, wie ist das jetzt eigentlich mit der... Mit dem Geld und so weiter. Mit dem Geld? Naja, also ich... Bisher habe ich ja noch nichts weiter nachgekauft. Und ja, wir teilen das auf jeden Fall. Das ist dann klar. Durch 5. Genau. Ich mache das jetzt sowieso anders. Dadurch, dass ich jetzt seit recht kurzem ein Konto habe, kann ich das auch online bezahlen. Muss nicht immer da Paysafe-Karten hasseln. Deswegen ist das sowieso ein bisschen unkomplizierter. So, der Server dürfte sich eigentlich... Du auch anders finanzieren. Immer wenn jemand gastmäßig da ist... Verlangen 50 Euro. Ja, ich glaube, das wird relativ schnell enden. So, der Server ist, glaube ich, gleich wieder da. Aber dafür reicht das erste Mal dann auch für die nächsten 2 Jahre. Und bis dahin haben das die anderen schon wieder vergessen. So, Abfragen. Komm, mach hin hier. Pierre Bino. Ja, mal gucken. Also angenommen... Wie lange kann denn das jetzt dauern? Angenommen, das sollte... Ich meine, wir können auch einfach upgraden. Dann kostet das halt 2 Euro mehr. Oder 1 Euro, glaube ich, sogar nur. Ja. Also jetzt die Plätze oder die Nö, Leistung? Die Leistung. Plätze nicht. Also wann werden wir mal zu 5, da ist er wieder, zu 5 spielen, wenn Herbert sowieso schon wieder raus ist. Ja, stimmt natürlich. Also er ist noch nicht offiziell raus, aber gefühlt. So, okay, weiter geht's. Da kann man aufpassen. Wenn 800... man sich nicht offiziell abmeldet, dann muss man die ganze Zeit mitbezahlen. 854. Mal gucken, ob das klappt. Die Höhe weiß ich tatsächlich nicht. Also die können ich abzählen, aber... Ich weiß nur die X- und Z-Koordinaten. Ausgebuffter Fachmann. So, mal gucken, ob das klappt. Oh, das ist Kies. Ausgebufft. Ist auch so ein Wort, was viel zu selten in unserer heutigen Zeit verwendet wird. Ne, ich glaube, das Problem ist, dass ausgebufft klingt halt sehr nach Kiffen, ne? Ich glaube, deswegen wird es... Wieso klingt das nach Kiffen? Ausgebufft? Ja, na, buffen sagt man... Also, ich finde, es war ein furchtbares Wort. Aber man sagt... buffen sagt man tatsächlich auch, wenn man kifft. Oh, das ist... Hab ich noch nie in diesem Zusammenhang gehört. Das ist Gold. Buffen. Das ist Redstone. Und wie sagt man das? Sagt man das dann ein Buffen oder eine Durchbuffen? Nee, wir waren ein Buffen. Okay, also... Tatsächlich, okay. Ja, ich verarsche dich gerade nicht. Bedrock. Ich bin, glaube ich, jetzt... bin unten angekommen. Keine Diamanten. Das hat ja klasse funktioniert. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich ist das nicht sehr akkurat. Ich guck noch mal hier rein. Ich will die, wenn ich jetzt hier... Die sind halt schon da. Es kann sein, dass sie die Koordinatenangabe nicht hundertprozentig... Jetzt hast du die Rufen schon gesnackt. Nee. Und alles mit Cleanstone vollgebaut. Ah, scheiße, jetzt kann ich sie auch nicht mehr sehen. Nein! Weil jetzt hat sich die Live-Map, wie ihr Name sagt, hat sich jetzt ja aktualisiert. Und dementsprechend kann ich jetzt nicht mehr so seitlich von so reinluschern in die Map, weil halt die schon weiterentwickelt ist. Na, supi. Ich sehe schon, das wird ein ganz großer Fail hier. Gut, ich nehme mal ein bisschen das Eisen mit hier und... Alter, fick dich, du scheiß Fliege! Oh, ich mache ja wirklich abends gerne das Fenster auf, ne? Aber es sind ständig irgendwelche... Oh, das regt mich auf. Dann kribbelt einem das... Mücken oder Viecher? Ja, Mücken irgendwie erstaunlich wenig. Ja, das Viecher sind mir egal. Oh, scheiße. Nee, die laufen einem ja immer überall rum. Also, wow, das kribbelt dann immer so. Ich glaube, ich muss mir irgendwie einen anderen Zugang zum Keller legen. Es kann nicht sein, dass ich immer aus dem Haus gehen muss, um in den Keller zu kommen. So, ich nehme mal ein bisschen Redstone mit. Vielleicht treffe ich ja... Oh, ich hätte mir mal einen Screenshot machen sollen. Ich werde mal jetzt schlafen gehen und du kannst ja irgendwie runtergehen. Ich hätte nicht, dass du ein Bett mitgenommen hast. Nee. Ein bisschen Gold. Bist du schon im Bett? Jawohl. Gut. Mann, ich will die Diamanten. Ich kann das... Ich will die Diamanten. Oh, scheiße. Mann, ich kann das leider nicht sehen. Du musst echt aufpassen, wenn man eine Axt in der Hand hat, dass man nicht... Und man alles mit rindenfähigem Holz hat. Alter, ich habe bestimmt schon 50 Stiele gefühlt entrundet, ey. Aus Versehen. Oh, ich glaube tatsächlich, das Problem ist... Oh, das ist ja wirklich voll unakkurat, diese... Mann, diese Fliege! Voll unakkurat hier, diese Koordinatenanzeige. Alter, die Mucke geht ja gerade richtig ab. So richtig ab.
Oh ne, das kann ich komplett vergessen mit den Diamanten. Ich habe halt gedacht, na gut, ich kann das jetzt schlecht zeigen. Das wird nichts, das kann ich vergessen. Schade, ich habe gedacht, dass ich jetzt hier mal so mir nichts, dir nichts hinlaufen kann. So nach dem Motto, oh, das sind Diamanten, cool, habe ich ja, toll. Aber nee, das wird nichts. Ich meine, ich brauche die ja jetzt eigentlich auch nicht, aber es wäre irgendwie cool gewesen. Aber ich glaube, die Mission müssen wir leider abbrechen. Oh, da, lol, das sind sie ja. Das sind das auch andere, aber das sind die, okay, gut. Ich habe nichts gesagt. Gucken, wie viele sind, eins. Oh, es sind auf jeden Fall viele. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das hat sich doch gelohnt. Also, ich weiß nicht, sind das denn die? Die Koordinaten sind aber doch schon anders. Scheiß drauf. Vielleicht haben wir auch einfach Glück gehabt. Okay, ja gut, dann hat sich... Dann haben wir doch welche gefunden. Dann kann ich wieder abhauen. Wo geht's jetzt nach Hause? Weiß gar nicht, was mache ich denn jetzt zuerst aus Diamanten? Keine Ahnung. Schwert? Das kann ich schnell noch nicht beantworten. Aber eigentlich bräuchte das auch nicht. Kommt denn das Licht her? Ist gerade hier so Sonneneinfall? Kommt denn das Licht her? So, dann back to the Overground. Back to the future. Ich glaube, ich werde gleich mal meine elektrische Fliegenklatsche hier ausholen und das ein für alle Mal erledigen. Oh, ja? Ich finde die, das ist echt genial, das Ding. Es ist auch wirklich, es ist halt genial und schnell und kurz und schmerzlos. Und außerdem knistert das immer schon und es riecht auch immer so leicht angebrannt. Weil die Fliege wird ja wirklich einfach verkokelt. Und das... Also es ist, geht bei Mücken, also ich habe es eigentlich für Mücken gekauft. Konrad ist leidenschaftlicher Tierquäler. Genau, Tierkokler. Mein Hobby. So, ja, das, ich finde das geil, wie hier auf dieser Furzinsel, wo ich jetzt hier gestrandet bin, wo die Diamanten drunter sind, dass das von so einer Schildkröte bewacht wird. Das finde ich irgendwie süß. So, dann komme ich mal wieder nach Hause. So, gut. 7 Dias im Gepäck. Klasse. Kann ich das jetzt hier jetzt auch ausmachen? Oh, scheiße, ich muss schon wieder Lehm besorgen, Alter. Ziegel sind aber auch teuer. Lehm am Limit, ne? Es ist auf jeden Fall... Das werde ich nicht würdigen. Schade. Aber es ist auch wirklich... Wobei, er war schon ziemlich gut. Es ist auch schon selbst so ein bisschen selbstgewähltes Leid, ne, mit dem Lehm. Weil den muss man sich ja wirklich überall aus dem Arsch ziehen. Weil den findet man ja nicht so ohne weiteres. Ja. Überall aus dem Arsch. Ja, das Ding ist halt bei Lehm, du musst halt wirklich immer suchen, ne? Bei Holz und Stein und Sand und so, du musst halt nur hingehen. Aber wirklich suchen musst du da nicht, genau. Du brauchst vor allem Fluss und einen See, du findest den Scheiß ja nicht mehr im Meer, Alter. Ja. Schon gar nicht in diesem riesigen Oz, was ist das denn da? Ach, ein Fisch! Ich wollte unbedingt mal zu der Eislandschaft. Also wenn in ferner Zukunft die Rohstoffmasse reicht, will ich da unbedingt so eine Polarstation aufbauen. Das geht schon wieder los mit den Plänen. Aber ja, klar, also cool wär's. Aber das bietet tatsächlich landmäßig nicht sehr viel. Also es ist halt so ein bisschen Titanic-mäßig mit verschiedenen einzelnen kleinen Inseln. Ich weiß, wie das aussieht. Du kannst ja nur einen einzigen Biomtypen generieren im Generiermodus. Ja. Wenn du eine Map erstellst. Und da habe ich mal ein bisschen ausprobiert, als die 1.14 rausgekommen ist, was es so alles für neue, coole Maps gibt. Weil du ja weißt, dass ich im kreativen Modus gerne viele neue Dinge ausprobiere. Ja. Und ich bekomme keinen Fallschaden. Und da wollte ich mal gucken, ob das irgendwie coole Maps bringt, die man nutzen kann zum Bauen. Ja. Zumal ich auch angefangen habe, Maps zu erstellen. Also ich baue was Cooles in einer Welt. Das heißt, ich habe eine riesige Flat-Earth-Welt, wo ich immer mehr Scheiß, also aus den Maps rauskopiere und dann dort ablege. Keine Ahnung, eine coole Werft oder Autos oder was weiß ich, um das dann halt parat zu haben, falls ich es mal irgendwo anders einbauen möchte. Oder Häuser. Also wie so ein Zwischenspeicher? Genau, ich baue da langsam ein richtiges Sammelsurium auf. Ja, das ist dann, wie so eine Galerie. Eine dreidimensionale Galerie. Genau, eine dreidimensionale Galerie. Am besten baue ich noch ein riesen Haus drumherum. Nein. Genau. Also, das sind dann mit, halt echt, mit Beschilderung und zum Teil Datum. Echt große Dinge. Also Riesenschiffe oder. Also, ich habe auch schon echt große Dinge da rein. Das hast du mir aber sogar schon mal gezeigt. Also, jedenfalls wahrscheinlich nicht alles, aber so, klötzchenweise. Das passt sogar zu Minecraft. So. Ja.
War das mit Absicht oder? Natürlich. Einfach nur ein Zufall. Das war natürlich. Bei dir ist nie ein Zufall. Es gibt keine Zufälle bei mir. So. Bei Konrads Leben ist alles gewollt. Oh, so, dann streite mal mit der Homer wieder übers Feld hier. Immer schön. Ich hoffe, du machst mit der Honig noch andere Dinge. Nee. Die wird dann einfach in die Ecke gestellt und in den Schrank geschlossen. Was halt so macht. Alter, ich hab die Schnauze voll. Ich mach jetzt mal ganz kurz hier laut, so, dass ich dich höre. Und jetzt werde ich mal die Fliege kurz. Warte, ich gehe vielleicht kurz rein. Obwohl, nicht, ist noch Tag. Warte mal, ich mach mal kurz die Fliege kalt. Wieso machst du mich deswegen laut? Aus hier. Andere Frage, wieso war ich vorher nicht laut? Doch, du warst. Ich hab dich jetzt nur auf meine Lautsprecher hier geschaltet, weil sonst höre ich dich ja nur über die Kopfhörer. Ach so. So, wo ist das Vieh? So richtig so entfernt halt es so. Wo ist das Vieh? Bring ich jetzt um. Arsch galt. Den bring ich jetzt um, so. Alter, die Musik ist. Kann es sein, dass du die Höhlen-Playlist anhast? Nee, hab ich nicht. Ich kann ja weitermachen. Alter, also, Luis, der Großteil der Musik. Ich hab einfach nur albenweise reingeklotzt und nicht nach Songauswahl. Oh, weißt du was ich. Also, ich hab das jetzt wirklich schon oft gesagt, ne? Aber dieser Hügel hier, auf dem ich lebe. Warte mal, jetzt mal ein kleiner Abriss, was hier. Ist beschissen. Da ist die Fliege wieder. Ja? Ein kleiner Abriss von dem, was hier gerade läuft. Ich habe hier eine Kuh. Ein Schwein, ein weißes Huhn, noch ein weißes Huhn, ein weißes Schaf, ein braunes Huhn, noch ein braunes Huhn, noch ein braunes Huhn, ein weißes Huhn. Da gibt's braune Hühner. Das sind wahrscheinlich jetzt in den Texture Pack. Hier habe ich noch ein Schwein. Also alle Standardtiere, jetzt sogar das Schaf, das ist neu, habe ich hier oben. Die laufen mir einfach rum. Ich habe richtig viel Leben gefunden. Ich habe bestimmt jetzt schon die dritte Mine ausgeräumt. Ich finde es immer schade, dass ich deswegen immer den ganzen See oder Fluss oder was auch immer das gerade ist, zerstören muss. Aber ich hab dann immer keinen Bock, den ganzen Scheiß nochmal aufzufüllen mit irgendwelchem Kram. Ach so, ja. Ja, pff. Oh, jetzt die Fliege wieder. Ich habe sie noch nicht gekriegt. Puh, Alter, es leckt gerade ein bisschen bei mir. Also mit ein bisschen meine ich, es leckt gerade ziemlich extrem bei mir. Ist doch so klein. So, was ist jetzt wieder los? 1000 Nachrichten, muss ich mal ganz kurz gucken. Oh, die YOLO-Kids gehen an den Hafen. Das ist nicht scheiße. Obwohl, wer will denn heute an den Hafen? Das sind doch 1000 Milliarden Leute. Wegen der Hansa-Sale. Ist der Hafen überhaupt frei wegen der Hansa-Sale? Ja, du kannst ja langlaufen, also. Aber ich weiß nicht, ob man da noch so schön sitzen kann wie sonst. Ja, weil es so viel Spaß macht am Hafen, ne? Jedem das seine. So. Ah, ich hatte ja eigentlich auch vorher so. Oh, fuck. Mich so ein bisschen jetzt hier mal auf dem Hügel auszubreiten. Deswegen habe ich auch ein bisschen hier. Baumschlag gemacht. Aber es ist ich doch bin sehr ja Rostocker. Uneben. Ich war noch nie in meinem Leben auf der Hansa-Sale. Noch nie? Gar noch nicht? Noch nie in meinem gesamten Leben. Das finde ich ja sehr bemerkenswert. Also meine Eltern stehen natürlich nicht drauf. Meine Eltern waren schon mal drauf, na klar. Auch schon mal mit meinen Geschwistern. Aber ich war noch nie dort. Ja, krass. Weil, ich bin bis jetzt auch noch nicht richtig wirklich heiß drauf gewesen, da hinzugehen. Weil sind halt Schiffe, ne? Und jahrmarktmäßiger Kram. Ja. Ist ja quasi wie der Weihnachtsmarkt plus Schiffe. Ja. Alter. Also, okay. Aber es ist gerade schön krass episch. Das und ich bin auch so, und selbst wenn der Weihnachtsmarkt ist, bin ich mehr so, ich fress mich dann einmal durch alle Fressalienbuden durch oder esse was, wenn ich in der Stadt bin dort. Aber der jetzt so richtig sich mit Kumpels verabreden und dann da extra da die ganzen Attraktionen durchzuhasseln. Also ich bin jetzt niemand, der jetzt irgendwie so keinen Schwindel ab kann und der auch nur an den Riesenrad denken muss und dem kommt schon hoch, aber ich weiß nicht, ich stehe halt einfach nicht auf den Shit. Ja, ich bin auf jeden Fall auch nicht so das Jahrmarktkind. Ja. Aber auf der Hansa-Sale ein bisschen schlendern, auch das mache ich ganz gerne. So, warte, jetzt fällt. Jona, weißt du, was der Schmelzofen kann? Schmelzen. Ich mache da jetzt mal einfach mal Gold rein. Ich mache da einfach mal die Diamanten rein. Da kommt genauso ein Gold raus. Hä, was ist denn. Ah, da kann man Sachen. Ach stimmt, das hat Herbert ja schon mal erzählt. Da kann ich so Eisenspitzhacken und so einschmelzen. Kriege ich zwar einen Eisenklumpen, aber. Okay, gut. Na gut. Gut zu wissen. Also wenn du aus Versehen mal 50 Goldhacken gemacht hast.
Ja, genau. Kannst du sie immer noch umtauschen? Aber warte mal, wo ist denn... Hä? Ach so, das ist auch gar nicht da, um Erze zu machen. Und ich glaube, wenn man da rausgeht, dann kommen die Sachen... Das ist wie ein Crafting Table. Dann kommen die Sachen auch wieder mit raus. Das ist ja verscheuert. Ja, okay, also absolut, absolut doof. Braucht man also nicht zu nutzen dafür. Ich habe schon gefragt, was der Schmiedetisch bringt. Ich meine, den kann man nicht mal anvisieren. Schmiedetisch? Habe ich den überhaupt schon? Nein. Den Räucheröfen. Und dann beim Räucheröfen kann man halt Essen machen. Ja. Das ist halt nochmal eine extra Aufteilung. Ich glaube, es ist wirklich nur für die Dörfer gemacht worden, dass es in den Dörfern cool aussieht. Ach ja, ja, stimmt. Das ist... Weil das dann wahrscheinlich mit der Berufszuteilung auch was zu tun hat. Sinnig. You know... Nein, nicht da rein. Och, ich baue den Ofen jetzt ab. Den brauchen wir nicht. Tschüss. So. Hallo. Oh. Server. Da hat die Kuh einmal mal den Kopf durch die Tür gesteckt. Du hast dir den Kopf abgeschlagen. Ja, eiskalt. Wie die Kühe, die Viecher stehen immer auf meiner Veranda. Viecher! So. Kann ich auch das ganze Birkenholz verarbeiten, Alter. Ich weiß nicht, was mit dem Scheiß soll. Ich brauche kein Birkenholz. Birken. Birken. So. Ich schmeiße jetzt übrigens neuerdings die Eier nicht mehr auf die Hühner, sondern immer hier so in die Landschaft. Und dann spawnen irgendwo unten welche. Postillon hat ja manchmal mal diese Kurzberichte, wo so ein Wortspiel drin ist. Ja, ja, kenn ich. Aber ich glaube, ich gestern oder vorgestern richtig gut gelesen. Warte, ich muss den kurz zusammenstellen. Ja. Warte, ich muss kurz überlegen oder ich gucke einfach nach, wie er war. Auf Instagram. Ah, oh, mein Arsch. Okay. Wollen wir pennen gehen? Oder können wir pennen gehen? Ich muss doch ganz kurz meine Öfen mit Lehm bestücken. Okay. Und, Alter. Und. Alter, ist ja übelst gruselig. Meine Zimmertür ist offen, es ist jetzt natürlich noch nicht dunkel, aber im Flur wird es dann immer schon ein bisschen dunkler. Ja. Alter, und das ist umgefallen und das war die Katze, ey. So erschrocken. Und ich bin gerade allein zu Hause, meine Eltern sind bei den Festspielen, bei den... Wie heißt das? Mecklenburger. Ach so, meine Eltern sind auch gerade unterwegs. Ich weiß, aber ich glaube, die sind irgendwo auf Hansesfähr, haben irgendein Treffen. Hallo? So. Jetzt gehe ich ins Bett. Gut. Ich weiß nicht, wie lange die Katze hier schon oben ist. Vielleicht weiß sie, ob sie es heute Morgen so richtig laut gemauzt hat. So, ich blieb im Bett. So, jo. Und ich suche ihn mal raus. Mach das. Warte mal, die Katze... Also, ich weiß den Zusammenhang. Warte, scheiße. Da geht es nämlich genau um diesen Sprechfehler. Wenn man ein bisschen... Also, es ist kein Sprechfehler, es ist einfach nur eine Aussprache, wenn man I statt Ö sagt. Ach so, ja, ja, okay. Warte, wo ist denn das? Ich hasse. So, ich muss jetzt mal ein bisschen zu Potte kommen. Ich muss jetzt mal irgendwas machen. Ob ich einen weiteren Turm baue oder meinen Turm noch verbessere? Eigentlich müsste ich mir irgendwie eine Lageroption mal überlegen. Weil das kann ja hier so nicht bleiben. Ich muss hier einfach mal ein bisschen Terraforming hier machen. Kann man das dann irgendwie sinnvoll angleichen hier? Das kann man vielleicht... Das könnte man abtragen hier. Aber das jetzt in der Aufnahme habe ich auch keinen Bock drauf. Ich würde nämlich ganz gerne irgendwie alles so ein bisschen dezentralisieren, dass man so ein... beim Feld halt ein Essenslager hat, so mit Fässern und so. Ich habe ja sowieso in meinem Haus kaum Platz und diesen Keller will ich nicht machen. Ich hab's gefunden. Na dann hau mal raus. Jetzt sind die Erwartungen aber auch wirklich... Es wirkt schon. Mutter erstaunt über schnellen Erfolg von Kinderbrechmittel. Ah ja. Das ist schön. Ich krieg die auf Twitter auch immer mit, weil da werden die auch gepostet. Wahrscheinlich sind es auch die gleichen. Dieselben. Es sind die gleichen, dieselben. Es ist alles das gleiche. So, ach ja. Folgst du auf Instagram irgendwelchen Hashtags? Gar nicht. Ich folge nur Personen. Michaela Schäfer. Genau. Ne, also nur halt Accounts, genau. Wusste gar nicht, wusste ich gar nicht, dass das geht, dass man Hashtags folgen kann. Du kannst Hashtags folgen, du kannst auch bestimmten Orten folgen, also wenn jemand den Ort halt erwähnt, dann siehst du das in deiner Timeline. Okay, nee, noch nie benutzt.
Ich meine, Konrad folgt auch keinem, ne? Er ist halt so cool, dass er niemandem folgen muss. Ich glaube, ich folge tatsächlich relativ vielen. Ich folge auch recht vielen. Ja. Naja, ist ja auch egal. So. Also, ich glaube, deutlich mehr als Leute, die mich abonniert haben. Ja, doppelt so viel auf jeden Fall.